Ja, Leute, willkommen zum zweiten Hallo, Comic-Core-Cast. Comic-Core-Cast. Es gab eine kleine Änderung. Ihr musstet jetzt ein bisschen länger warten als die ursprünglich geplanten alle 2 Wochen. Aber aufgrund der Natur der Comics, dass sie eigentlich meistens nur monatlich rauskommen, haben wir gesagt, dann machen wir auch besser einfach nur monatlich so einen Podcast, denn ansonsten haben wir erstmal so wenig zu erzählen oder drehen uns im Kreis mit den Infos. Und ich weiß nicht, wie es bei Zensa ist, aber ich zum Beispiel bekomme auch meine Ladung Comics einfach nur monatlich, Versandgebühren halber und der Einfachheit halber. Deswegen habe ich auch nur monatlich neuen Stoff, über den ich reden kann. Ja, Thema Nummer 1 ist, der Zensa hat es entdeckt. Ich will hier nicht die Credits für mich nehmen. Und zwar, Tust du sowieso hinterher. wo die German Comic Con stattfinden wird, das habe ich herausgefunden. Ja. Ah, sie. Sensor, wo ist es? Erzähl's uns. Ja, Dortmund-Westfalenhalle, würde ich mal sagen, ne? Der auf der original deutschen Facebook-Seite, der umbenannt German Comic Con und nicht mehr Comic Con Germany, weil man das ja mit der FedCon Das verwechseln hätte, könnte. das habe ich auch gerade verwechselt, als du es gesagt hast. Und habe mich Ja. gefragt, warum er die German Comic Con mit der FedCon vergleicht. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Nein, habe ich nicht begriffen, ist mir auch egal, zumindest heißt es jetzt German Comic Denken wir Con. nicht drüber nach. Ich denke selten, das ist ja Gewohnheit. Muss man jetzt so lassen. Zumindest haben die dann so ein Bild gepostet und gesagt, dass der Ort jetzt feststeht und haben dann so ein verzerrtes Bild von einer Halle gezeigt. Und nun ja, ich meine, Sascha, du läufst da öfter mal dran vorbei. Du glaubst auch, dass es so ist. Ich habe da eine Zeit lang gearbeitet in den Westfalenhallen, als auf der Messe und so auf Ständen divers, also den Ja. Westfalenhallen eigenen Ständen, siehe, wo es Essen, Eis und so ein Kram, Scheißkram gab, was man so alles macht während des Studiums. Ja, es sind die Westfalenhallen. Finde ich sehr cool. Für mich als Dortmunder ist das natürlich easy going. Und Ja. für dich als jemand, der jetzt ein Bett in Dortmund hat, sowieso auch cool. Eben, ist ja viel praktischer. Spät aufstehen, den ganzen Tag da rumgammeln, Ja. vielleicht kurz rausgehen, was essen und wieder rein. Und für mich als Dortmunder bedeutet es auch, vielleicht vermiete ich meine Wohnung während der Ja, an mich und Ronny. Vor allem deine Comic-Con. Wohnung, ich kenne deine Wohnung. Wie viele sollen da rein? Oh, ich kriege hier so einige Leute rein. 4 Stück schlafen im Bett im Schlafzimmer. Die beiden Sofas dürft ihr behalten. Das nein, danke. Es ist wahrscheinlich im Sommer, dann lege ich mich auf den Balkon. Kriegen wir hier schon 2.000 € in den 5 Tagen zusammen an Ja, das lohnt sich doch, Vermietung. das lohnt sich doch. Nein, ja, das wollten wir euch schon mal sagen. Das Update, wann es sein wird, ist natürlich immer noch nicht Ja. bekannt. Wollen die aber jetzt wohl die nächsten Tage veröffentlichen? Ja. Ich warte das noch ab, ne? Vielleicht wollen die den Namen auch nochmal ändern, Kann weil man sein. das mit der Gamescom verwechseln kann. Kann ja sein. Eben. Nee, wir hatten auch ein kleines Convention-Special, den Corecast, der ja eigentlich mehr über Gaming geht. Und da haben wir ein bisschen über die RPC geredet, über die Comic-Con, über die Gamescom und über die bald wiederkommende Games Games Convention. Convention. Also wenn ihr zu den ganzen Veranstaltungen, ganzen Conventions, die in Deutschland Comic, Gaming, Nerd-related stattfinden, guckt ihr in den Podcast, der auf jeden Fall mittlerweile online ist und auch ein bisschen verspätet kam. Zwar nicht alle, aber es sind einige und vor allem große dabei. Genau, die wichtigsten. Da haben wir ein bisschen drüber diskutiert mit dem Ronnie. So, ja, aber bei uns geht es natürlich um Comics primär und wir fangen an. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit den Empfehlungen. Ja, würde ich auch behaupten. Ich lege als erster los. War mir klar. Und ich habe hier eine Empfehlung. Wir haben gesagt, statt die immer einzublenden, auch rauszuschneiden und irgendwo einzublenden, halten wir die einfach kurz in die Kamera. Das geht am schnellsten. Gibt es hier von Brian Azzarello Joker. Heißt das Ding einfach nur. Die Zeichnungen sind von Lee Bermejo. Ich werde es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen haben. Ja. Lee Bermejo. Und ich habe da eigentlich erstmal nicht drauf geachtet gehabt. Brian Azzarello macht zum Beispiel auch die 100 Bullets. Und auch darauf habe ich nicht geachtet, denn ich habe einfach nur mir mal damals vor 1,5 Jahren oder einem Jahr empfehlen lassen, dass dieses Trade Paperback der Joker oder Graphic Novel, ich weiß nicht, wie man es nennen will, sehr gut ist. Und es gefällt mir auch, denn in der Welt ist, ich werde es euch kurz zeigen, zum Beispiel der, wenn ich ihn jetzt finde, Suchst du den Killer Croc oder was? Killer Croc, das zeigt es am besten. Hier seht ihr den
Killer Croc, wenn ihr es seht. Alles ein bisschen realer. Also Killer Croc ist hier kein übergroßes Krokodil, sondern ein Kannibal mit einer Hautkrankheit. Logisch, werde ich auch, wenn ich eine Hautkrankheit habe, werde ich zum Kannibalen. Eben. Ansonsten ist es sehr cool gezeichnet halt. Ich mochte den Stil, ist ein bisschen halt auch wieder erwachsener, passt zu dem, was ich halt gerne lese. Wie gesagt, auch wenn bei einer guten Story die Zeichnung vielleicht wichtig ist, dass man sieht, worum es geht, aber nicht unbedingt jetzt die überkrasse, schönste, detailreichste Zeichnung sein muss. Dann noch eine kleine Info hier, dieses Bild vom Joker. Die Figur kommt bald als in der Batman Black and White Edition als Figur, die werde ich mir holen. Sieht sehr geil aus. Genau in der Position. Naja, aber das soll ich empfehlen. Es geht um den Joker. Jetzt reden wir auch ein bisschen über das Comic selber, ne? Es geht um. Ich muss das machen. Oh, Ich hör muss doch das auf machen. damit, mein Gott. Ja, es geht um den Warte, Joker, jetzt der. muss ich mal eben dazu sagen, das sieht für euch jetzt einmal witzig aus, ja, aber er hat das jetzt ungefähr schon 18 Mal heute Abend gemacht vor der Aufnahme. Ja, sei froh, dass ich noch mehr solche Möglichkeiten hier habe. Nein, Ja. im Comic geht es darum, dass der Joker geheilt ist, kein Psychopath mehr ist und dementsprechend aus Arkham Asylum entlassen wird und jetzt als Geheilter man sein Leben bestreitet. Denkt man. Nein, natürlich wäre es nicht der Joker, wenn er nicht der Joker wäre. Und was dann passiert, will ich euch gar nicht, eigentlich gar nicht großartig sagen, denn wie gesagt, es ist ein sehr geiles Band. Es geht wenig um Batman, was auch mal ganz interessant ist. Da gibt es noch ein anderes, das ähnlich ist, nach einem ähnlichen Verfahren fungiert, wo ich ein anderes Mal drüber rede. Aber wie gesagt, Joker von Brian Azzarello und das Gemalte, The Art by Lee Bergimo. Komm, lass es einfach. Bermejo, Bermejo, ich sag's so. So, aber warum das, wie gesagt, sehr gute Sache, hat mir sehr gefallen. Gibt's auf Deutsch und auf Englisch mittlerweile, ist eigentlich ein bisschen älter, aber nichts, was man nicht noch kriegt. Vielleicht nicht in der allerersten Auflage, aber wie gesagt, es sieht cool aus in dem einen Bund. Doch ist ein ganz cooles. Warte mal, so habe ich es noch nicht gemacht. Naja, Für so. sowas muss ich mich jeden Abend rumschlagen. Also. Genug, jetzt kommen wir zu wirklich einem Highlight, Leute, meinerseits. Und ja, darum habe ich das aus meinen alten Comics rausgekramt, den Joker, denn der Bermejo, den ich jetzt wahrscheinlich immer falsch aussprechen werde, Immer. hat eine neue Ongoing-Serie, über die ich glaube ich letzte Woche schon mal kurz geredet hatte, ne? Und zwar die, ich hoffe, man sieht es, Suiciders. Ja. Ja, so geht's, so geht's. Suiciders. Und das ist eine neue Serie, die ist jetzt bei Heft 4. Letzte Woche kam Heft 4 raus. Man kriegt die alle noch, wenn man so will. Also sie ist nicht ausverkauft, weil es halt leider nicht so eine bekannte ist. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das Ding wird sehr bald ausverkauft sein. Zumindest die Erstauflage. Und ich weiß nicht, ob da nochmal ein Reprint kommen wird. Aber denn es ist eine richtig geile Serie. Es geht darum, dass Los Angeles oder beziehungsweise weltweit ein Erdbeben stattgefunden hat und die Welt ist im Arsch, ähnlich Max Payne-Style, nur nicht ganz so extrem, also es ist nicht ganz so auf Null gesetzt, sag ich mal. Wie gesagt, riesen Erdbeben hat alles kaputt gemacht und die Kluft zwischen Arm und Reich ist jetzt noch ein ganzes Stück größer. Und dort gibt es einen Sport und der nennt sich Suiciders und zwar ist es dann quasi American Gladiators oder MMA-Fighting. Bis auf den Tod mit Waffen, Rüstungen und wie man sich so kleiden möchte, quasi. Da gibt es halt einen Kämpfer, der nennt sich der Reaper und der hat dann halt eine Sichel dabei oder ja, die Figuren, um die es hauptsächlich geht, das ist der Saint, so nennt er sich und der ist der neue Star, beziehungsweise der Star, der Publikumliebling, weil er halt bisher immer gewonnen hat. Einmal verlieren bedeutet ja Tod, also bringt das nicht mehr viel. Ne, der ist halt der Star in der ganzen Sache und extrem gut und beliebt und der hat ein dunkles Geheimnis, eine dunkle Vergangenheit, auf die ein Reporterteam drauf zugreifen will oder die ein Reporterteam rausfinden will. Und zeitgleich, das Comic schwankt um dann, zwischendurch springt es zwischen einem anderen Charakter und zwar einem Immigranten aus Sarajevo oder irgendwas in der Richtung und der ist neu, der will unbedingt ein Suiciders werden. Und er hat ein Talent, in dem er halt einfach nur ein totaler Hardcore-Faustkämpfer ist.
und der sich gerade, der frisch ins Land gekommen ist und der sich außerhalb der Mauern von New Angeles, so nennt sich Los Angeles halt jetzt, gerade als ja, Geldeintreiber bei einer Mafiosi Geld verdient und jetzt die allerersten, nach einer Zeit seine allerersten Kämpfe machen darf. Ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, weiß ich jetzt nicht. ja, und darum geht's. Und bei ihm geht es halt darum, wer ist er, was will er, was macht er. An für sich ist die Welt halt wirklich sehr interessant, es macht sehr Spaß zu lesen und ich kann kaum Nummer 5 erwarten, abwarten. Und ja, also ist meine neue zurzeit Lieblingsserie bei weitem. Macht sehr viel Bock, hat halt keine überkrassen Superhelden dabei. Die Menschen sind ein bisschen krasser als normal. Das liegt aber einfach daran, dass in der Welt, in der das spielt, die Chirurgie, die plastische, der plastische, nicht unbedingt allgemein, die Chirurgie ein bisschen weiter ist. Das heißt, durch Implantate können die Leute, sage ich jetzt mal, einen halben Meter höher springen, als es normal möglich ist und sind minimal kräftiger, plus halt die Rüstung, die die nochmal unterstützt. Also nichts total abgespacedes, was vielleicht dem einen oder anderen nicht gefallen würde, oder mir zumindest nicht so gefallen würde. Ja, das ist das. Willst du denn erstmal oder soll ich einfach mal durch, soll ich mit allen durchgehen? Ja, ich würde sagen, geh du mit allen durch. Ich Ne? habe ja eh zwei weniger wie du, glaube ich. Ja, dann mache ich das erst. Mach Also, einfach erstmal wie weiter. gesagt, Soulsiders, das ist die 1, damit ihr das auch mal gesehen habt. Gibt es auch als ein Poster, sieht richtig geil aus. Und ich habe das im Übrigen gesehen bei einer der neuesten Ausgaben, Folgen von Big Bang Theory. Da hing es im Comic-Shop im Hintergrund. Ernsthaft? Ja, das ist ja ein echter Comic-Shop, in dem das spielt. Und ich habe das gesehen und dachte, das sieht geil aus. Und danach habe ich das gesucht und gefunden und zum Glück gefunden. Denn es ist richtig geil. Es ist von Vertigo. Und ja, die machen nicht so wirklich Werbung dafür. Obwohl es wirklich ein richtig gutes Ding ist. Also da. Wobei das jetzt auch noch komplett Englisch ist, oder? Ist Genau. doch original amerikanisch jetzt noch. Ist wahrscheinlich in Deutschland auch noch gar nicht erschienen. Nein, nein, das ist auf Ist Deutsch. Aber eh rechtliche Werbung. es wird seinen Weg in die Übersetzung auf Deutsch finden, da wette ich für. Also dafür ist es wirklich zu cool. Dann geht's weiter. Eins, was mich ein bisschen mit gemischten Gefühlen genommen habe. Ich habe darauf gewartet, weil ich den Kinofilm sehr geil fand. Da waren wir ja drinnen zusammen. Und zwar Mad Max Fury Road. Das ist so, dass es davon viermal die Ausgabe 1 geben wird über einzelne Charakter. Bei der allerersten Erstausgabe, bei der ersten Nummer 1 geht es um Nux und Immortal Joe. Wird ein bisschen die Vorstory erzählt, was vor dem Film passiert ist. Dann kommt noch, ich weiß nicht mehr, wie die Dame heißt, und Mad Max selbst und verschiedene Charaktere aus dem Film, die wir im Film gesehen haben. Den Film Meinst müsst ihr, solltet ihr du gesehen. die Dame, die mit Mad Max fährt? Genau, wie heißt sie? Meinst Weißt du es noch? Fury? Fury. Ach so, heißt sie sogar. Ja, gut. Ja. Ja, Fury, Mad Max und noch weitere Charaktere. Also vier Exemplare werden vier Bände. Nein, wie sagt man? Vier Ausgaben. So. Ja. Vier Ausgaben wird es davon geben, die halt immer zwei spezielle Charaktere beleuchten, beziehungsweise die Mad Max-Ausgabe wird sich nur um Mad Max kümmern. Spielt vor dem Film, erklärt ein bisschen die Hintergrundgeschichte und ich denke, man sollte den Film schon gesehen haben, bevor man die liest. Wahrscheinlich kam es auch deswegen erst ein ganzes Stück nach dem Film raus, weil das vielleicht auch schon ein bisschen beim Lesen hilft. Was ich aber nicht so mag, ist die Zeichnung. Die Zeichnung ist ein bisschen sehr hingeklatscht, wirkt es auf mich. Ein bisschen sehr schnell gemacht. Nicht großartig viele Details, nicht großartig viel mit den Farben gearbeitet, obwohl man das natürlich bei Mad Max nicht unbedingt braucht. Da ist alles in Braun natürlich. Nichtsdestotrotz ist ein bisschen billig. Also man erkennt manchmal nicht, wer sein soll. Und das finde ich ein bisschen nervig. Ja. Dass man manchmal halt, wenn man jetzt, sage ich mal, den Immortal Joe auf Seite 3 guckt und dann blättert man zwei Seiten weiter und da hat man Immortal Joe aus einer anderen Perspektive. Da hat der Zeichner, ich weiß nicht, wer es ist, niemand groß bekanntes, hat es nicht hinbekommen, dass man das auf Anhieb erkennt. Also ohne die Sprechblase, die beiden nebeneinander, würde man denken, zwei verschiedene Personen. Oha, das ist Finde aber ganz ich, schön hart, ey. ja, also jetzt vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber nichtsdestotrotz, grundsätzlich ist es halt wirklich, wirkt ein bisschen schnell gemacht. Vielleicht sollte es dringend rauskommen. Ne? Ist ja oft so, auch bei Spielen, die mit einem Film in Verbindung sind, so ist es vielleicht bei Comics, die mit einem Film in Verbindung sind, dass man sagt, ey, das muss unbedingt bis dann draußen sein. Sondern mit Und auf den Zug aufspringen. genau halt, Quasi, ne, das ist der Hype. genau, dass halt sowas vielleicht manchmal ein bisschen zeitlich nicht ganz so leicht übereinstimmbar ist. Aber über die Story. Die Story ist ganz cool, es ist interessant. Wie gesagt, man muss den Film
gesehen und gemocht haben, um das Comic zu lesen, oder sollte man. Und ich finde es ganz interessant, die Story an sich, aber auch, weil ich halt wirklich den Film gut fand. Wer sagt, der Film war okay, für den wird das Comic vielleicht auch nicht begeistern, aber es herauszufinden, warum Immortal Joe ist und wieso Nux oder Nux eine große Rolle spielt unter den Warboys, ist es ganz cool und ich freue mich auf jeden Fall auf die anderen, denn ich denke, bei Fury werden wir dann ein bisschen darüber erfahren, wie sie damals als Kind war, wo sie in der grünen Würde ich Paradies, dir in der vielleicht auch jetzt grünen. nicht so viel verraten. Genau. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Ach aber so, ja, verrate ich schon zu viel. ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Spoilers, Wenn es ja noch gut. keiner gesehen hat oder so, dann. Okay, wenn man den Film, okay, ja gut. Den Film hätte ich jetzt beinahe ein bisschen gespoilert. Habe ich aber nicht. Alles noch gut. Alles noch. Ich habe dich gerettet. Ja. Dann, last but not least, haben wir, auch da habe ich letzte Woche drüber geredet gehabt, ein bisschen als Preview, Fight Club 2. Ausgabe 1 natürlich. Ich hätte gern, es gibt ein Variant-Cover, das hat, um dann wieder zurück auf den Burmy Joe zu kommen, hat der gezeichnet, das Cover. Hätte ich gern gehabt. Habe ich bis jetzt noch nicht gekriegt. Ich werde es weiter versuchen, weil es sieht ein bisschen cooler aus. Fight Club 2, hatte ich ja wie gesagt letzte Woche schon erzählt, ist unabhängig vom Film oder vom Buch, denn beide haben recht ähnlich geendet. Ja, die erste Ausgabe ist jetzt rausgekommen, habe ich gelesen und muss sagen, es ist okay. Es hat mich jetzt noch nicht so gepackt. Ich werde mir auf jeden Fall noch die zweite holen. Sollte es mich dann immer noch nicht gepackt haben, dann lasse ich es. Nichtsdestotrotz, es ist mehr von dem, was wir aus dem Film kennen. Also, der Tyler war der Böse, ich weiß nicht. Dörn. Tyler Durden ist Ja, ich meine der schon. Shizu-Charakter. Ich habe mir jetzt den Namen auch immer noch nicht gemerkt können. Naja, jedenfalls ist der eine Charakter hat jetzt eine Familie gegründet mit der Dame, die ich auch schon wieder vergessen habe. mit Sandra? Ich weiß nicht. Ihr wisst es. Beim letzten Mal musste ich schon überlegen, so lange. Nein, Ja. also der hat mit der Freundin, die er aus dem, die aus dem, wenn ihr den Film oder das Buch gelesen habt, die kennt ihr, den Hauptcharakter, mit seiner Frau, hat jetzt ein Kind und lebt so ein bisschen das typische Familienleben. Das hatte ich ja letzte Woche in der Preview schon gesagt. Was jetzt neu ist, was ich als Info so ein bisschen verraten kann, ist, dass dass sie Tyler zurückhaben will. Weil sie den halt geiler findet. Und Tyler im Hintergrund immer noch diese riesen, mittlerweile weltweite Organisation hat und leitet. Und er natürlich verschwunden war, weil der Hauptcharakter seine Schizophrenie jetzt durch Pillen unter Kontrolle hat und seine Frau diese Pillen streckt, sodass die Wirkung nachlässt. Das ist, was jetzt kommt, sprich, Tyler Durden feiert sein Comeback. Und was er macht, wir werden sehen. Das ist das, was mich halt noch so ein bisschen Interesse behalten lässt, zu sehen, okay, was wird es Geiles geben? Wie gut kommt die Schizophrenie in dem Comic rüber? Weil das war ja das, was im Film so cool war. Off-Stimme, es wird viel Off-Stimme, wieder viel Off-Stimmblasen, sage ich jetzt mal, die ich sehr cool finde. Das mag ich halt auch bei Sin City zum Beispiel, das mochte ich auch bei dem Film Fight Club. Also, wenn viel Off-Stimme geredet wird, was interessant ist, die Gedanken, ne, die Gänge. Das ist auch da, wie gesagt, zurzeit mit gemischten Gefühlen auf eine Art cool, dass von Fight Club was Neues kommt, weil der Film und das Buch cool waren. Bis jetzt hat es mich aber noch nicht so gepackt, denn ich will sehen, was macht denn der Tyler Durden? Also, der Cliffhanger war jetzt in der ersten Ausgabe nicht wirklich da. So für Okay, mich. Nur, ist natürlich doof. ja, also, nur, dass er zurück ist, womit ich jetzt wahrscheinlich gespoilert habe. Ja, einzig schon, aber ich sag mal, da war irgendwie Meine, mit zu rechnen, ne? da war mit zu rechnen eben halt. So, Das wäre sonst zu langweilig. ja, das ist auch erstmal auf Englisch, wird Sicherheit auch auf Deutsch kommen, denn auch das ist ja, fügt sich ja großer Na Beliebtheit gut, ist ja schon ein großer der Name. Ist Film, ja schon ein genau. großer Ne? Name. Und damit wäre ich durch mit meinen Empfehlungen und dann gebe ich weiter an Mr. Zenz. Der darf auch Hallo? mal was sagen. Ich darf auch mal was sagen, ja. Das kommt nicht ganz so oft vor, weil du immer sehr viel für alle eigentlich redest. Eigentlich könntest du die Sendung auch alleine machen und ich könnte hier so einen Pappaufsteller von mir hinstellen. Das würdest du hinkriegen, glaube ich. Ja, aber dann hätten Ja. wir natürlich keine deutschen Empfehlungen und Reviews, die bringst du uns ja, mein Herr. Entschuldigung, der Herr. Mein Fehler. Ja, und zwar eins von meinen ersten, also das erste, was ich mal vorstelle, ist Locke and Key. Das ist zwar schon eine ganze Weile draußen, das ist eine sechsteilige Reihe. Hier, ich zeig mal eben. Hui!
das Aber ist alle wie noch zu gesagt bekommen, ja? Wenn man sie möchte. normal alle noch zu bekommen, ja. Also das ist nichts, soweit ich weiß, ausverkauft. Ist eine sehr interessante Story, ist von Joe Hill. Das ist ein Bestseller-Autor. Um genau zu sein, ist das der Sohn von Stephen King. Das sagt wahrscheinlich schon einiges und ich Ich muss ganz denke ehrlich auch, sagen, der ja. hat das echt drauf. Also ich habe auch ein paar Bücher von dem schon gelesen und die sind, also die können schon recht gut mithalten. Natürlich noch nicht ganz so weltbekannt wie sein Vater, aber er hat interessante Stories und das sieht man auch an dem Ding. Ja, Das ist ist das halt, ein Lock and Key, ist ein erstes Comic? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat zumindest noch mehrere rausgebracht. Auch danach sind noch zwei, drei erschienen von ihm. Auch einige, die auf seine Bücher basieren, was sehr cool ist. Christmas Land zum Beispiel. Okay. Aber das kann ich ein andermal zeigen, das habe ich auch. Ja. Und hier geht es halt wirklich mehr darum, Schloss und Schlüssel ist ja irgendwie klar, sagt es ja schon. Aber dass es zum Beispiel Schlüssel gibt für alle möglichen, für alles Mögliche. Also das ist wirklich ein Schlüssel, den tust du hier ins Schloss und dann kommst du dahin, wo du hin willst. Durch Die Tür diese öffnet Tür. sich, genau, die Tür öffnet sich dann, ja, logisch, nee, durch das Schloss musst du gehen. Also die Tür öffnet sich dann und du bist genau dahin, wo du dir das gewünscht hast. So, und so ähnliche Sachen halt auch. Es gibt halt, im ersten Comic erscheinen nur so zwei, drei Schlüssel, aber in den nächsten Comics erscheinen immer mehr und werden auch mehr erklärt. Und böser Hauptcharakter taucht halt im ersten Comic schon auf, weil, ja, es ist halt, man kann halt immer bei Comics immer schwer sagen, wenn man jetzt viel erzählt, dann erzählt man viel von der Story. Es geht halt um diese Familie, die, wo der Vater damals schon in so ein, in dem Elternhaus gewohnt hat und da weggezogen ist und der hat halt auch das, der kannte halt auch diese Schlüssel. Und um das mal vorwegzunehmen, der stirbt. Aber der stirbt halt ganz am Anfang. Damit das ist quasi die Start der Geschichte. Also da spoilere ich nichts mit, das ist quasi auf der zweiten Seite ist der Tod. Also da ist nichts verraten. Darum geht es. Es geht darum, dass ein Böser dafür sorgt, dass der stirbt, damit die wieder in dieses alte Haus ziehen, wo diese Schlüssel versteckt sind. Und dann die Kinder, die drei Kinder, und die finden dann immer einen Schlüssel nach dem anderen und probieren die aus, finden das anfangs noch witzig und sind aber alle auch sehr niedergeschlagen. Ist ja klar, der Vater ist gestorben, die ganze Welt ist zusammengebrochen dadurch, dass die auch umgezogen sind und ist alles sehr, sehr kaputt. Aber es sieht halt, es finde ich zum Beispiel auch sehr cool gezeichnet. Ich zeige das mal so grob da rein. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Also auch die Ja. Farbgebung ist teilweise immer unterschiedlich, aber halt doch immer gleich. Also man merkt so, dass es so ein bisschen trüb ist. Aber beabsichtigt, da, wenn man sieht, das ist halt ein bisschen düsterer in dem Moment. Und an hellen Momenten ist es halt wieder ein bisschen heller. Also es ist sehr cool gemacht und auch sehr, sehr geil gezeichnet. Und die Story ist halt sehr fesselnd. Also da kann man nichts gegen sagen. Und das zieht sich auch so durch. Du hast ja sonst öfter mal, dass dann irgendwie mal ein anderer zeichnet oder mal ein anderer koloriert. Ist hierbei nicht so. Die sechs Comicbände, sind ja auch hier so Bände, das sind jetzt nicht einzelne kleine Comics, sondern wirklich so Bände. Ja. Die Vielleicht war es mal komplett. eine Single-Serie, kann ja, gibt's ja auch noch, Ja, das kann sein. In Deutschland ist es nur so erschienen. ja, ist klar. Ich glaube aber in Amerika auch, wenn ich mich nicht irre. Okay. Aber es spielt ja keine Rolle. Eben, In Deutschland ist es nur so erschienen. ist, Und das zieht sich in jedem Band genau gleich durch. Der Comic-Stil bleibt immer gleich, also der Zeichenstil ist immer gleich, die Kolorierung ist immer gleich. Und das finde ich schon sehr interessant. Mich nervt das immer, wenn ich jetzt von dieser Woche einen Comic lese. Nächste Woche lese ich einen zweiten Teil und dann hast du da einen anderen Zeichner oder ja, Kolorierer das gehabt. war wahr. Das Das ist passiert heutzutage. manchmal bei den richtig großen Dingern wie Spider-Man Ja, oder bei Batman habe ich ähnliches. das momentan öfter mal und Ja. es ist an sich ist es nichts Schlimmes, aber Wobei ich das finde, es auch passt einfach etwas nicht. ist, ja, dass man oft in den Deutschen, das ist so ein bisschen ein Problem bei den Deutschen meist, dass sich da manchmal Serien zusammen sind. Das ist ja, später kommst du, glaube ich, noch, hast du eben gezeigt, auf eine Serie ein, wo das sicherheit der Fall sein wird. Ja. Mal ein Beispiel. Egal, weiter. Ja. Nee, also das ist eine sehr interessante Reihe, muss ich sagen, und die hat mich auch bis zum Ende gefesselt. Aber Und geht es um einen Hauptcharakter durchgehend? Oder geht jein. es um Also sagen dieses wir mal, es geht System um des einen Lock Haupt. and Es, Key? also es geht um die Schlüssel, aber Ja. es geht auch um die Familie. Also es Alles geht um klar. die drei Kinder. Die drei Kinder machen in den kompletten Reihe mit, also die komplette Familie macht da komplett mit. Der Hauptgegner bleibt eigentlich gleich die komplette Reihe über. Und es bleibt halt alles da. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt im zweiten Comic plötzlich eine neue Story erscheint oder so, sondern es geht wirklich darum und die ist
durchgängig in diesen 6 Bänden verteilt, diese Story. Alles klar. Und die ist dann auch so geschlossen quasi. Also da gibt es dann nicht noch dies oder jenes oder hier der hat noch das. Bis jetzt noch nicht. Normal ist das eine geschlossene Reihe. Ja. Ja, also das finde ich sehr empfehlenswert. Weil auch diese Idee hinter diesen Schlüsseln ist halt auch sehr groß und es gibt so viele verschiedene. Es ist interessant gemacht. Muss einem natürlich auch gefallen, weil ich weiß nicht, ob es für dich was ist, aber vom Zeichenstil Also her und so sollte es was sein. ich mag die verzwickten Sachen von Stephen King. Ja, also ich bin Fan von eigentlich allen Büchern, die er gemacht hat. Es gab, glaube ich, wenig, weiß, ihr wisst jetzt auf Anhieb auch nichts, wo ich sage, das war für den Arsch. Wobei ich natürlich jetzt nicht alles gelesen bin, jetzt nicht der Über-Stephen King-Fan, der alles von ihm gelesen hat. Ja. Ich habe diese Sachen gelesen, die auch als Film rauskamen und ein, zwei extra Sachen. Nee, aber so ist es okay, ist interessant. Also bei mir ist halt so, für Comics lese ich gerne halt Ongoing-Serien, die halt, ne, quasi einen Charakter begleiten. Sowas würde ich schon eher als ein Buch lesen, weil dann hast du mehr Informationen geballt, als es vielleicht ein Comic macht. Aber nichtsdestotrotz hört sich das ja, interessante Sache an. Ist ein interessantes Schema, sagen wir es mal so. Ja. Ja, dann mein zweites, was ich zeigen will, das ist natürlich schon ein bisschen älter. Ich habe das schon eine ganze Weile, wobei da jetzt eine Remastered oder wie man das nennen will, Re Second irgendwas print. Version, kein Plan. Also es soll ja jetzt wieder neu erscheinen, wobei es, und zwar Old Man Logan Wolverine. Wobei jetzt weiß ich nicht, ob das großartig neu erscheint oder ob sie es einfach nur nochmal eine Neuauflage rausbringen. Das weiß Da, ich auch gar weil nicht. ich glaube, die wollen nämlich jetzt einen zweiten Teil dazu machen und dann wird es natürlich passen. Schnell nochmal den ersten neu rausbringen. Ich kann mal eben gucken, derzeit erklärst du schon mal. In der Zeit erkläre ich schon mal. Ja, und zwar geht es darum, das spielt natürlich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, 50 Jahre später, also 50 Jahre in der Zukunft. Ja. Irgendwie sowas in dem Dreh. Und es gibt keine Superhelden mehr. Die Gefällt mir schon. Superschurken, ja, habe ich mir schon gedacht, die Superschurken haben sich alle zusammengetan. Und haben alle mit einem Angriff quasi alle gleichzeitig angegriffen. Die X-Men, die Fantastic Four und alle wurden angegriffen und die Superschurken haben dann so gut wie alle getötet. Wie man natürlich sieht, Wolverine nicht. Der ist auch ein bisschen schwieriger zu töten. Der hat auch leichte Gewissensbisse und es startet halt damit, dass er mit seiner Familie, er hat eine Familie gegründet, in so einem, also es ist auch so postapokalyptisch, also Ja, sehe ich ist gerade auch auch. alles nicht mehr so neu oder so, sondern es ist wirklich auch so Mad Max-Style, kann man sagen, weil halt auch so viele Böse regieren, es gibt ja so viele Kriminelle und so. Und er hat halt seine Familie gegründet und ist dann so quasi Art Farmer, mehr nicht. Und die Hulk-Gang, es gibt ganz viele Hulks. Boah, sehe ich gerade hier auch auf dem Bild, ja. Ja, es gibt mehrere Hulks und die terrorisieren quasi dann immer. Und die, er wohnt halt da auf dem Grund und die müssen, treiben dann immer das Geld ein quasi. So, und am Anfang geht es halt darum, dass er nicht genug Geld hat und er will mit seiner Familie aber da wohnen. Und deswegen nimmt er so eine quasi, sag ich jetzt mal, eine Superhelden-Mission nimmt er an, um an das Geld zu kommen. Da geht er dann mit Hawkeye. Hawkeye begleitet ihn dann, der lebt nämlich auch noch. Der ist nur blind, was jetzt nicht unbedingt praktisch für einen Bogenschützen ist, aber er kann es wohl immer noch. Und die machen sich dann zusammen unterwegs und dann siehst du halt, wie die durch komplett Amerika da fahren und mal auf den neuesten Kingpin treffen oder das neueste Spider-Girl und verschiedene Superschurken treffen die halt. Ja. Und nur, er will halt eigentlich nur diese Mission machen, damit er an das Geld kommt. Weil seine Familie halt bedroht wird. Und man sieht es ja halt hier auf dem, weiß nicht, ob man das erkennen kann, an dem Bild, dass das Blut hier runterläuft, weil er die Klingen ausfährt. Das ist einfach, weil er die über Jahrzehnte nicht mehr hat benutzt. Er hat einfach ein ganz normales Leben geführt und durch diese Mission muss er das jetzt, sag ich mal, muss er seine Kräfte nochmal benutzen und seine Klingen. Und dadurch kommt er da langsam rein. Und das ist halt auch mal eine interessante Story, weil, sag ich mal, die Bösen haben gewonnen und es gibt keine Helden mehr und weiß Ja. ich nicht, ist so Mad Max-mäßig, finde ich auch. Er ist so der Ja, so ein Überlebende, bisschen. der so versucht, sein Leben noch zu führen, sage ich jetzt mal so nett. Ja, Also Giant es ist. Side Oathman. Also es ist eine, ich habe mal geguckt, in USA war es eine recht lange, über circa 80 Episoden lange Ongoing-Serie.
Wobei es gab auch eine 1 bis 8 Special-Serie darüber. Ja. Aber das, was jetzt kommt, ist genau wie du schon sagst, das, was du jetzt gerade erzählst. Also es ist eine Neuerscheinung von der alten Ongoing-Serie. Ja. Es sind neue Zeichner, ist ein neuer Autor. So scheint es, aber die Welt, die Geschichte ist und ist die altbekannte. Ja. Also. Es ist halt sehr cool. Es ist sehr geil gemacht. Gerade weil ich auf dieses Postapokalyptische stehe und, sag ich mal, Wolverine ja auch kein normaler Superheld ist, jetzt, wenn man das mal so sieht. Und es ist halt sehr interessant gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Es ist, auch der Zeichenstil ist sehr geil. Also dir wird er sehr gefallen. Ich meine, du guckst ja gerade mal durch. Ich Ja, denke mal, ich gucke das ist was gerade, für sieht dich, auch ne? cool, ja, doch, ist ein bisschen dreckiger, ein bisschen Ja, so ein bisschen. echter, mehr Richtig. oder weniger, ja. Doch, ist Alles ganz nicht so cool. schick oder so, alles ist zerstört und ja, soll man das erklären? Ist halt so. Nee, das ist, Ja. ja, ist cool, ja, doch. Ja, das war mein Highlight quasi. Ja, wie gesagt, auch in den USA kommt es nochmal neu als Neuauflage jetzt raus, in Ja, der ich mehr oder hoffe, minder dass dann. abgeänderter Form. Ich hoffe, dass dann auch eine weiterführende Serie dabei rumkommt. Ja, also wie gesagt, es scheint, es hieß Wolverine, Old einfach Man nur, Logan. genau, also auf dem Cover, das was ich jetzt gesehen habe, gab es welche, die hatten nur Wolverine da stehen, aber Old Man Logan stand in der Beschreibung. Weiß nicht, ob das vielleicht eine Ongoing-Serie, die irgendwann zu Old Man Logo wurde, genau, aber man sah zum Beispiel diese Handvoll Hulks, die Schulden eintreiben. Ja, sieht man hier ja auch. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Genau, ja, eben. Und da sah man auch halt auf dem Boden lagen viele und er stand mit seinen Krallen da. Ja. Ja, interessant. Das klingt interessant, doch. Ja, doch, ist auch. Wirkt auch Wobei ich so. habe jetzt zur Zeit halt, wenn ich Fight Club weiterlesen sollte, drei Ongoing-Serien. Dass mir dann Ja, sonst bringe ich dir das mal mit oder so dann. Also die vorher alte Essen Version, die reicht. ich habe, die wird Ja. dir ja erstmal reichen. Ja, ich muss mal gucken. Also, wie gesagt, ich lese nie zu viel, würde ich halt auch nicht lesen. Mehr als vier Ja, verschiedene. gut, aber das ist ein geschlossenes. Achso, Bis das war's. jetzt ein Ja, gut. geschlossenes, das kann ich Ja. dir so geben. Das ist ja, das ist ja an einem Abend durch. Ja, doch, das ist sehr Naja, schnell. aber das müssen die ja nicht wissen. Was wollte ich sagen? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit Releasen. Ja, Releases. Release ist das. Releases. Ich fange an und sag euch, was im Englischen rauskommt. Wie gesagt, wir reden nicht über alles, was neu kommt, sondern über. Ich suche meist das raus, was mit der Nummer 1 neu anfängt. Ich glaube, Sensor, du machst das auch im Deutschen. Ja, wobei ich diesmal nur Oder. zwei habe, weil die mich halt sehr direkt Ja. angesprochen haben, wirklich Genau. sehr Also, direkt. wir reden über das, was sein könnte, wobei in meinem Fall halt jetzt nicht unbedingt alles das, was ist. Egal, ich fange einfach mal an. DC Comics bringt jetzt diesen Monat. Dann Constantine the Hellblazer mit Nummer 1, startet eine neue Reihe. Constantine ist ja, ich glaube, bis in die 600er-Episoden gegangen. Und ja, wenn man da mal wieder mit einspringen will, ist es ganz schön, wenn sie alle paar Jahre nochmal das Ganze rebooten. Deswegen, also wer das interessiert, weil ich finde den Charakter her ganz cool. Ich habe damals also bei der Ongoing-Serie, die jetzt bei Episode 600 ist oder Band 600, nie eingestiegen und würde auch nachträglich das nicht machen. Denn 600 Ja. Comics wäre ein bisschen viel, ich glaube, es sind da 15 Jahre oder was. Aber ich wünsche mir immer, dass meine Ongoing-Serien so weit gehen. Das wäre Meistens schön. nicht. Weiß es nicht. Leider lese ich so ein bisschen mehr zu sehr Randgruppen-Comics, als das passiert. Punisher war bisher, ich glaube, bei 78, das war das Höchste. Venom habe ich damals, als ich ein bisschen jünger war, gelesen. Das ging bis 20 und so, also 25 irgendwie so. Also nicht so viel. Naja, ich schweife ab. Ebenfalls von DC kommt Red Hood und Arsenal. Red Hood finde ich einen sehr interessanten Charakter, darum habe ich es rausgesucht. Auch die starten mit Nummer 1 und es scheint auch hier eine Ongoing-Serie zu sein, wobei ich auch von der nicht glaube, dass es länger geht als vielleicht 2 Jahre. Könnte ich mir vorstellen. Kommt Also natürlich ich mal auf sag die mal, Red Verkaufszahlen an. Hood und Arsenal ist ja momentan, also zumindest sage ich jetzt mal, Arsenal ist natürlich durch die Arrow-Serie, die momentan läuft, sehr im Fokus, sage ich Ja. jetzt mal so. Und ich habe ja Red Hood und die Outlaws, wo ja auch Arsenal einer von denen ist. Und da habe ich ja diese Megabände und die sind echt genial gemacht. Also und das ist ja jetzt Red Hood und die Outlaws, Red Hood und Arsenal ist ja auch ein neuer Look bei beiden Charakteren. Ja.
wenn ich das mal so Genau, reinwerfe. sehen ganz cool aus, ja. Ja, finde ich Also eigentlich auch. ein bisschen inspiriert, denke ich mal, von der Arkham. Von der Ja. Arkham-Serie, von dem Spiel. Naja, dann kommt neu und erinnert mich ein bisschen an Societas, was ich halt jetzt ja empfohlen habe bereits. Das heißt Midnighter. Ich krieg's nicht hin heute. Midnighter One ist ein Spin-off von Grayson. Soweit ich sehe, der Mann, der jeden Schritt voraussagen kann. Also jeden Move, jede Bewegung, so, jede Bewegung. Weiß nicht, das Cover sieht interessant aus. Das ist der Grund, warum ich es rausgesucht habe. Wie gesagt, Midnighter Nummer 1 kommt auch diesen Monat, könnt ihr euch mal angucken. Soll auch eine Ongoing-Serie sein und auch da werde ich vielleicht mal reingucken und euch dann später mehr zu sagen können. Ob es was wird oder nicht. Wir werden sehen. So, dann haben wir bei Marvel. Gehen wir über zu Marvel. Da gibt es Groot. Der kriegt eine eigene Serie. Oder hat er bestimmt schon früher mal gehabt, aber jetzt kriegt er wieder eine. Ja, ich bin mal gespannt, was er im Comic sagen würde. Seine Sprechblasen werden sehr eintönig ausfallen. Aber grundsätzlich ist es ein cooler Charakter. Also für wen der Film gefallen hat, wem der Film gefallen hat, für den auch das hier interessant. Also ich werde vielleicht mal so eine Trade Paperback, wenn dann halt eine Zusammenfassung von raus ist, bestimmt auch da mal reingucken. Und vielleicht habe ich es bis nächsten Monat gelesen. Ich werde mal gucken. Wir werden ja mehr empfehlen. Wie Ja. gesagt, ich selbst lese eigentlich nur vier Ongoing-Serien jetzt dann zur Zeit. Ein paar werde ich nächsten Monat noch drüber reden, aber ansonsten werde ich immer mal in andere Comics reingucken, um euch ja natürlich über die ich empfehlen will, auch was zu erzählen. Ja, das dazu. Dann ebenfalls Marvel. Wie soll es auch anders sein? Ant-Man, Larger Than Life kommt. Ist klar, passend zu dem Film, startet natürlich eine Ongoing-Serie neu. Und ja, ich denke, die könnte dann sehr interessant sein, wenn die das nochmal alles neu starten. Also wem der Film gefällt, für viele denke ich mal, wird einfach Ant-Man jetzt das erste Mal im Fokus stehen. Ich Ja. habe mich mit dem Charakter auch noch nicht so sehr befasst gehabt. Der Film sieht sehr interessant aus und ja, vielleicht macht das Lust auf mehr und für die das Lust auf mehr macht, da fängt wie gesagt jetzt Ende des Monats Ant-Man mit der Nummer 1 von Ant-Man Larger Than Life an, ebenfalls von Marvel. Dann diesen Monat ebenfalls angefangen ist Sons of the Devil. Ich glaube, ich habe letzte Woche schon mal drüber geredet. Wie gesagt, auch hier kann ich erstmal nur sagen, das sieht ganz interessant aus vom Cover. Und es geht um ein Mann, der nach dem Tod seines besten Freundes wieder mit dem Leben anfangen will, oder sein Leben neu beginnen will. Aber seine Freundin findet dann etwas heraus über den Tod seines Kumpels und dann fangen sie an halt, ne, in sich selbst in die Scheiße zu reiten. Soweit die Beschreibung dazu. Gut beschrieben. Und ja, auch nochmal erwähnen möchte ich, Nummer 4 von den 5, die es planmäßig sein werden, habe ich auch letzte Woche reviewed, und zwar Big Man Plans, ebenfalls von Image Comics. Achso, jetzt war gerade, habe ich das gesagt gehabt, dabei gesagt? The Devil's Dings war von Image Comics. Was? The Big Man Plans hat schon im März angefangen, ist aber locker noch zu kriegen, weil es halt auch so ein bisschen Randinteresse nur Ja. bedient. Wie gesagt, mit dem kleinwüchsigen Herrn, der ja, sehr subtil vorgeht, sagt man das so. Es ist eine sehr interessante Sache. Es erinnert mich an Punisher viel, also auch so ein bisschen erwachsenere Sache. Und die Story ist von Eric Powell geschrieben. Die Pencils sind ebenfalls von Eric Powell und das Cover auch. Und ja, ich mag solche Sachen, wo eigentlich eine Person recht viel macht, wenn es so ein Allround-Talent ist, wie es bei Eric Powell der Fall ist, oder auch bei Lee Birmingham, über den wir ja heute schon ein paar Mal geredet haben. Den Namen wahrscheinlich noch nicht einmal richtig ausgesprochen haben. Ja, und ja, das ist was in den auf der englischen Front so an interessanten Sachen von mir gefunden wurden. Sachen, die ich in der nächsten Zeit auf jeden Fall mal reingucken werde und euch dann nächsten Monat reviewen werde und natürlich auch nächsten Monat vielleicht die eine oder andere Überraschung damit bei sein wird. Sachen, über die ich gestolpert bin, sowie
Oldschool-Empfehlung, die ich immer noch einen Stapel hier habe, die ich peu à peu euch empfehlen werde. Hab ich ja so ähnlich. Ja, gut. Deine Releases. Wollte ich gerade sagen, ich glaube, ich bin dran, du bist so ruhig geworden, das ist so unerwartet, da war ich ein bisschen schockiert, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich habe jetzt nicht ganz so viel rausgesucht, ich habe erstmal ein paar schöne Sachen rausgesucht, die mich besonders interessieren. Und zwar das erste ist Deathstroke, fängt jetzt eine Reihe an. Ist jetzt natürlich auch sehr im Kommen durch die Serie Arrow und sicher auch in Arkham Knight wird der bestimmt nochmal drin vorkommen und der kriegt jetzt quasi seine eigene Comic-Reihe. Ja. Die startet zwar auch erst am 22.09., ist also eigentlich auch noch ein bisschen hin, aber sieht schon sehr cool aus vom Zeichenstil und wirkt auch halt ein bisschen erwachsener. Ich meine, Deathstroke ist ja auch, der hat ja keine Kräfte oder so. Ja. Und schlachtet sich einfach so durch, der ist ja mehr so ein Söldner und es sieht schon sehr cool aus. Weil halt auch viele Charaktere, wie er trifft mal auf Batman, er trifft auf Harlequin, auf Bronze Tiger und so, Bronze Tiger. Also es sieht schon interessant aus. Ich hoffe, die machen es gut und das wird hoffentlich eine längere Reihe. Weil ich bin auch ein Fan von Deathstroke, auch wenn das jetzt mal ein Schurke ist oder so. Aber ich finde, der ist halt recht cool, gerade weil er keine Kräfte hat. Gerade weil er so, er ist so quasi der Batman der Schurken, könnte man ja eigentlich sagen. Ja, ist ja so, er hat ja nur Waffen an sich. Das soll man sagen. Waffen und Taktik. In dem Sinne mehr, ist ja eigentlich nicht. Finde ich halt sehr cool und freue ich mich drauf. Habe ich schon bestellt. Natürlich. Ansonsten habe ich noch und zwar Flash. Kommt noch jetzt eine neue Comic-Reihe raus. Okay. Und zwar zu der Serie. Das läuft quasi, ich weiß nicht, ob sie das simultan machen, aber das ist steht ja auch neue Comic-Stories von den Machern der TV-Serie. Also es spielt in dem Serienuniversum. Mhm. Das finde ich eigentlich sehr cool gemacht, wenn man jetzt die Serie verfolgt. Wollte ich gerade sagen, wer die Serie mag und der an mehr interessiert ist, das, für den ist das natürlich super. Und das soll wohl dazwischen spielen. Also hier, das erste Comic soll wohl kurz nach dem Pilotfilm, also nach der Pilotfolge, angesiedelt sein. Und so halt in den Zwischenräumen, sag ich mal, spielen. Ist natürlich die Frage, wie sie das einbauen, weil es kann ja nicht plötzlich irgendwie ein Hauptgegner auftauchen in den Comics, der in der Serie noch nicht war. Muss man gucken. Also es kann natürlich sein, dass man dann auch direkt eine geschlossene Geschichte hat, die erklärt, warum er nicht in der Serie auftauchen wird, weil er schon innerhalb des Comics quasi gekommen und gegangen ist. So vielleicht. Ja, okay. Natürlich, es gibt immer Möglichkeiten, um Gottes Willen. Oder sie werden sich ja, wenn das wirklich von den TV-Serienmachern ist, sie werden sich da ja schon was bei denken, denke ich mal. Also so, dass dem Comic genau zu dem Zeitpunkt, wie der Gegner auftaucht oder so. Ja. Dass vielleicht nochmal ein Zusammentreffen erscheint oder sowas in der Richtung. Aber es ist vielleicht auch die Frage, wie das ankommt und wie weit sie das im Voraus geplant haben. Oder jetzt noch geplant, wie weit sie diese Comic-Reihe machen wollen. Ja. Also ist nicht sicher, ob es eine Ongoing-Serie ist. In Deutsch ist es natürlich schwer, also meist kann man sich ja nach den Englischen orientieren. Ja, klar. Was das ist da schon kommen wird. Das ist schon wahr. Das ist nicht immer ganz so einfach. Man weiß es ja dann schon, ob das gefloppt ist oder nicht. Genauso wie mit Serien und ähnlichen Sachen. Bevor die in Deutschland erscheinen, wissen wir ja eigentlich schon, ob die schon wieder aus dem Programm genommen sind, ne? Eben, das ist halt, ne, das ist halt oft der Fall. Ja, ja, das stimmt. Ja, dann noch eine Sache, die jetzt, sag ich mal, mich so halbwegs interessiert. Mhm. Und zwar startet Star Wars mit einer neuen Reihe. Und zwar auf Deutsch auch? Das ist jetzt auf Deutsch. Und zwar auch am 19.08. erscheint das schon. Schon, ist ja erst. Ja, ja, zweieinhalb Monaten schon. Du suchst sehr, sehr frühzeitig alles raus. Ja. Ja, mein Gott, ne? Ich kaufe die auch frühzeitig. Mein Sitzball hier. Ja, klar, dein Ball. Es ist kein Ball. Nee, also da startet eine neue Reihe. Inwieweit das ist, lasse ich mich jetzt mal überraschen. Aber das startet halt, also es spielt wohl um die alten Teile. Also um 4, 5 und 6, also startet wohl bei 4. Nicht hier, braucht keiner hier dunkle Bedrohung meinen. Keine Sorge, alles ist gut. Also, wollte ich jetzt nur mal erwähnen, sage ich jetzt mal, ist ja doch ein großer Name. Ja. Sollte doch mal erwähnt werden. Und was mich jetzt richtig begeistert, dich natürlich kein Stück, und vielleicht auch nicht unbedingt, ja doch, es werden schon viele sehr interessiert sein, denke ich mal. Nur halt nicht so der typische Comicleser. Und zwar Doctor Who startet jetzt endlich die Comicreihe auf Deutsch. Fängt an mit Der zehnte Doktor, heißt das Comic, das rauskommt. Ist direkt auch so ein Schuber mit 132 Seiten.
Und also ich denke mal, da wird das so ähnlich sein, was du meintest, dass da verschiedene Comiczeichner am Werk sind und dass dann unterschiedliche Stories oder so, unterschiedliche, ich meine, da ist es ja auch am einfachsten. Da ist ja auch jede Folge meistens eine abgeschlossene Story. Und Okay. so werden sie das im Comic ja dann wahrscheinlich auch machen. Aber es ist halt sehr cool. Gerade jetzt, das ist momentan halt so groß im Kommen, Doctor Who. Also auch mehrere Bücher, die in England natürlich schon lange draußen sind, jetzt auch langsam auf Deutsch übersetzt werden. Was ich sehr gut finde, weil man möchte immer wieder neuen Input haben. Ich meine, du jetzt vielleicht nicht, Ja, aber. also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es. Ich verstehe diesen Hype um das überhaupt nicht. Ja, gut, aber du bist auch nicht so der Nerd, ne? Ja, also ich Es tut mir habe. leid. Es ist ja heutzutage schon eine Beleidigung, wenn man keiner ist. Ich fühle mich auch beleidigt jetzt. Kann ich mit Nee, leben. aber das ist ja, also etwas, das ich. Muss ich jetzt aber dazu sagen, habe ich früher auch nicht, war ich auch kein Fan von, also habe ich nie geguckt. Und wo du das eben meintest mit The Big Bang Theory, eigentlich gucke ich das nur, weil die das andauernd erwähnt haben. Habe ich gedacht, guckst du mal rein. Ach so, Irgendwann ja. hat mich das so gefesselt, dass ich da jede Folge, ich habe sogar die neueste Staffel, die lief auf Sky auf Englisch mit Untertitel, habe ich jedes Mal direkt geguckt. Anfangs habe ich sogar ohne Untertitel geguckt und du weißt, dass ich blöd bin und mein Englisch nicht so gut ist. Ne? Also, aber das hat mich so gefesselt, bin ich ein Riesenfan von geworden. Deswegen freue ich mich da sehr, dass endlich die Comicreihe auch rauskommt. Ja gut, also wie gesagt, ich habe das, ich weiß nicht. Also ich habe es auch mal geguckt, aber für mich ist das so ein Brit. Es gibt noch so eine andere britische Sendung, wo ich mir auch den Kopf geschüttelt habe. Da geht es um Außerirdische, die sie. Der Akte X in billig, ich weiß nicht mehr. Akte Torchwood? X, Torchwood, Warte, Torchwood. warte. Du weißt, was das Schlimme ist? Boah, was? Torchwood ist ein Anagramm für Doctor Who, weil Torchwood ist eine Spin-off-Serie zu Doctor Warte, warte, du hakst gerade. Jetzt nicht mehr. Who. Hast du mich verstanden? Ja, Torchwood ist ein Spin-off von Doctor Who. Ja, heißt auch, das ist ja ein Anagramm. Das heißt ja Doctor Who. Torchwood, die Buchstaben bilden sich, also das Wort bildet sich aus Ah, Doctor Who. okay. Ja, weil das ist richtig schrecklich. Also, Nee, fand ich auch. Also ich fand das recht interessant auch, weil das halt, weil was? auch dieser Hauptcharakter, Du fandst dieser Jack Torchwood Harkness, ist. interessant. Was? Torchwood findest du gut. Also Doctor Who finde ich natürlich bei Weitem besser, deswegen Torchwood läuft ja auch schon gar nicht mehr. Es wurde ja auch schon eingestellt, quasi. Wie kam das nur? Ja, warum? Die vierte Staffel wurde in Amerika gedreht, weil auch Amerika das wohl auch sehr gut ankam. Also ich, für mich war es eine riesengroße Komödie, wo ich dachte, Ja, das ist halt. nein. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Und Und ich habe es mir geht's halt auch, geguckt. Ich mir sag geht das es halt auch nochmals. darum, dass der Hauptcharakter. Schweighilfe. Ich habe Nein, es nein, ich. geguckt, weil bei der Telekom, als ich den Router damals, ich war damals war ich bei der Telekom, kann ich niemandem empfehlen, aber als ich da damals war, die einzigen Sendungen, die in der Online-Bibliothek kostenlos waren, war diese Serie. Und die habe ich dann geguckt. Nee, aber mir geht es vor allem um diesen Hauptcharakter, Ja. Jack Harkness, und der taucht das allererste Mal in der Doctor Who-Serie raus, die 2005 halt gestartet ist. Also dieser Doctor Who ist ja Das eigentlich. ist der Typ, der Chef da. Ja, der immer diesen Mantel anhat. Ich weiß nicht, ob du das Genau. jetzt was. Ja, Der und andere der hat ja so ein taucht. bisschen Froschmund, ne? Ja. Der so. Weißt du, wen ich meine direkt, ne? Hat er, ne? Ja. Hat er, ne? Er hat so eine Ja, Froschfresse. ich weiß, was du meinst. Nee, zumindest, und dieser Jack ist ja unsterblich. Und das ist passiert in der ersten neuen Staffel von Doctor Who, also in der jetzt von 2005. Okay. Da ist dieser Jack Harkness aufgetaucht und der hat quasi nur dieses Torchwood übernommen, weil er mit dem Doktor befreundet ist und immer auf ihn gewartet hat. Und es Okay. gibt dann auch, also die spielen simultan die Serien. Das heißt, er erwähnt zwischenzeitlich mal, der Doktor war da und bei Doctor Who in einer Staffel taucht er auf in einer Folge, weil die genau in der Stadt sind und du siehst, wie er auf die zurennt und da mitreist dann für zwei, drei Folgen. Ah, okay. Und das spielt halt wirklich simultan. Alles klar. Und Verstehe. auch mehrere Charaktere aus dem Doctor Who-Serie tauchen bei Torchwood auf. Okay. Deswegen. Und der Rest bitte im Moviecore. Entschuldigung, ey. Okay. Nein, also wie gesagt, ich freue mich darauf, dass das Comic jetzt endlich auf Deutsch erscheint. Also das Alles ist. klar. Weißt du schon, wo es spielt? Spielt es, erzählt es die Geschichte aus der Serie nochmal oder Nee, detaillierter oder zwischen?
Vor allem geht es ja auch um den 10. Doktor. Momentan die Serie ist ja der 12. Doktor. Das wäre jetzt auch zu kompliziert, das zu erklären für jemanden, der das Für die, nicht die es kennt. wissen, wissen es ich, denke mehr. Zumindest hier werden es wahrscheinlich dann wieder eigene Stories sein, weil die Okay. Bücher sind auch eigene Stories und die Serie ist ja auch eigene. Also meistens hängt es zusammen, die ganze Staffel oder mehrere Staffeln sogar zusammen, aber an sich hat jede Folge eine eigene Geschichte. Und ich denke mal, genau so wird das auch bei dem Comic sein. Weil Alles klar. in der Serie wird öfter erwähnt, dass er ja schon seit einigen Jahren unterwegs ist oder schon so viele Jahrhunderte lebt. Und da sind ja viel, sag ich mal, Platz für Stories. Kann es das sein, dass die Eben. das da ein bisschen abarbeiten? Ja, Wäre halt sehr. klingt danach, ja. Ja, und das war es eigentlich schon größtenteils. Alles klar. Mit meinen. Dann würde ich sagen, sind wir durch. Haben wir es geschafft. Wie gesagt, Leute, ab jetzt machen wir den Comic Corecast, den Comic Comic. Cast. Ne? Comic Den Core. Comic Core. So. Ich verwechsel mich selber immer. Ja, den Comic Core kommt dann jetzt monatlich. Und ja, wir hoffen, wir haben euch ein paar Lesetipps mitgeben können. Wie gesagt, nächsten Monat, wir machen das, ich denke mal, die ersten Donnerstag im Monat oder in der Richtung. Ah, wir machen das so Pi mal Daumen, sag ich mal. Das Es kommt ja auch drauf an, wenn jetzt zum Beispiel mal ein Highlight ist oder so, vielleicht machen wir dann noch mal eine Special-Sendung genau. oder so. Das ist ja immer abzuwarten. Das machen wir ja bei dem beim Corecast genauso. Wenn Ja. mal extremes Highlight ist, hauen wir auch schnell noch mal raus. Eben. Da wird dann sowieso nächste Woche, wer Gaming interessiert ist, E3, und da werden wir ein bisschen Special Corecast zu machen. Auf jeden Fall. Und nicht schlafen. Ich freue mich schon. Ich erst. Naja, gut. Dann würde ich sagen, sind wir raus. Ja. Wir danken wie immer fürs Zuschauen. Bleibt dran für die nächsten Episoden. Ja, Bis die dahin. werden genauso gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.